Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Heute wieder ohne diese Boxen, weil ich gemerkt habe, aber leider erst im Nachhinein, oh ne, dass der Ton doch ein bisschen, also der Boxenton ein bisschen zu laut aufgenommen wurde und ich damit die Lautstärke vom Spiel viel zu laut hatte und es nicht runterregeln konnte. Das ist jetzt wieder anders und ja, wir können jetzt zu Cranky und wir können in den Loren leicht sehen, nachdem wir das letzte Mal den Reiherweiher und das vorletzte Mal die Fahrschulspiele geschafft haben. Das waren zwei erfolgreiche Parts. Jetzt kommt der Lorenleichtsinn, der klingt schon so, als wäre es nicht was Gutes. So, erstmal, ich muss immer erstmal, wenn ich in ein Level reinkomme, kurz die Steuerung ausprobieren. Immer einmal rollen, einmal hüpfen. Hallo Didi und Lore. What the? Man springt aus der Lore raus? Das ist neu. Ohoho. Okay, wir haben hier eine Abkürzung entdeckt. Wow, what the freaking fuck. Okay, das ist ein sehr interessantes Level. Zu früh. Und keine Lore mehr da. Und unten ist eine goldene Statue. Mal kurz schauen. Mein Handy hat gerade vibriert, aber war nur eine E-Mail. Und davon kriege ich relativ viele, deswegen ist es jetzt nicht so interessant. Oha, der war sehr knapp wieder. So ist das Level irgendwie viel interessanter gestaltet als das mit der Lore selbst, also wo wir mit der Lore nur gesprungen sind. Muss ich sagen, das finde ich ja irgendwie cooler. Ach, jetzt ist die Lore stehen geblieben. Vorher nicht. Naja, vorher ist er runtergefallen, ne? Hm. Vielleicht fällt es auch auf, ich schaue nicht mehr so weit nach rechts rüber. Wenn ich, also für euch, doch auch rechts, um Sachen zu schauen. Hm. Es war nämlich immer, ich hatte mein Aufnahmeprogramm OBS immer auf einem anderen Bildschirm und habe es dort laufen lassen. Hab das jetzt mal ausprobiert, indem ich. Upsala, so. Indem ich mein Aufnahmeprogramm quasi hinter den Super Nintendo gepackt habe. Hinter den Emulator. Hab auch gleich noch die Pixel ein bisschen angepasst, die aufgenommen werden, weil mir manchmal aufgefallen ist, dass die. Okay, wow. Dass ein bisschen was gefehlt hat vom Bild auf der rechten Seite. Ah, da hätte ich fallen können mit dem Teil. Okay. Dass auf der rechten Seite vom Spiel was gefehlt hat und dafür auf der linken Seite, wenn ich zum Beispiel einen Windows Explorer offen hatte, dass da weiß zu sehen war. Und das habe ich jetzt soweit gefixt, hoffe ich. Muss dann nur beim Rendern schauen, dass die Auflösung auch noch passt, aber die müsste eigentlich auch kein Problem sein, weil ich die ja nicht verändere. Hihi. Das könnte Absicht gewesen sein, ne? Ah, jetzt haben wir wenigstens den Buchstaben schon. Okay, da war ein Bonusfass. Das war aber auch verdammt gemein. Ja, da sind wir tot. Sehr interessantes Level, muss ich sagen. Also dieses Mal, es ist wieder ein Loren-Level, aber dieses Mal gefällt mir das Level tatsächlich. So blöd es klingt, aber dieses Level gefällt mir. Ich habe auch das Gefühl, ich habe mehr Reaktionszeit und es ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, fies oder hinterhältig. Warum habe ich keinen Donkey? Ich will Donkey. Geh. Wir haben alle Buchstaben. Wir haben nicht alle Bonusfässer. Wir haben ein Leben. Hoch. Da ist ein Kremlin drin. Jetzt nicht mehr. Hoch. Kremlin. Hoch. 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 Ja, da. Ich weiß nicht, sind die Reaktionszeiten einfacher? Ist es. Ich weiß nicht, was das Level von dem anderen unterscheidet. Oh, da war ein fieses Bonusfass. Nein! Das ist wahrscheinlich der letzte Gegner im Spiel, im Level. Wahrscheinlich wäre da hinten der Ausgang gewesen. Oh, das war jetzt fies. Ja, die Reaktionszeiten sind besser. Man kann einfach besser auch. Also man muss nicht auswendig lernen, sondern man kann reagieren, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob die Loren etwas langsamer sind oder ob das dadurch ist, dass man aus den Loren rausspringt.
Das war zu früh. Und das war unser letztes Leben, also müssen wir laden. Ja, auf... Ups, falscher Level. Hätte ich auch heute erst verlassen können, ich weiß, aber... Ja. Ja, auf jeden Fall, der Level macht mir jetzt echt... Ist auch gerade im Vergleich zu den vorigen Levels, also hier Ölfass und... Was andere? Ölfass, Unterwasserlevel und... Oh Gott, fehlt mir noch einer? Ja, mir fehlt noch ein dritter Level. Ist es jetzt echt viel angenehmer. Das ist ein Level, der macht mir irgendwie gerade Spaß. Das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesagt von Donkey Kong Country, dass mir ein Level Spaß macht. Wobei mir das ganze Spiel... Also, ja, es ist blöd. Also, mir macht schon das Spiel Spaß. Es ist halt verdammt schwer. Dadurch frustrierend, aber das heißt nicht, dass es schlecht wäre. Ah, genau. Nach dem Mittelspeicher fast einfach runter. Nicht springen. Meine Güte. Irgendwann lerne ich's. Wir haben den K-Buchstaben nicht. Ist natürlich schade. Aber dann brauchen wir die anderen auch nicht riskieren. Also gerade hier das N ist ja recht fies. Ah, und da komme ich einfach nicht dran. Muss ich mal gucken, wann ich da springen muss. So, jetzt geht das mit den vielen Bienen los. Zu hoch, nein! Und dann bleibt das Ding unten stehen. Das ist natürlich blöd. Ich bin gewohnt, wenn ich springe, dass ich nach rechts drücke die ganze Zeit. So zum Beispiel. Um an der Lore zu bleiben. Und wenn wir aber getroffen werden in der Luft, dann muss ich sofort aufhören zu steuern. Weil die Lore unten stehen bleibt. Komm, ich lade direkt. Das hat ja keinen Sinn. Und ich speichere mal direkt hier, dass ich, wenn ich einfach nur noch auf den Knopf drücken muss. Hat sich ja eigentlich nichts geändert. So, hallo Didi und ab die Post. Komm, das Level ist machbar in dem Part. Der war knapp. Das waren keine Bananen und auch sehr knapp. K. Weg oben rum. Das O war... Oh Gott, wo war das O? Ach ja, genau, da waren zwei Geier. Hopp. Genau, da war das O. Ich halte auch die ganze Zeit wieder den Rennknopf gedrückt, wie es halt ist. Auch wenn ich überhaupt nicht renne, aber es ist Gewohnheit und ich weiß nicht, ob es bei den Sprüngen dann vielleicht was bringt. So, einfach fallen. Okay, irgendwie war es gerade ein bisschen schneller, aber es ging noch. Ach Mist. Und wieder verfehlt. Kann ich mich eigentlich da rein ducken? Nee, kann ich nicht. Okay, wir haben Donkey verloren, wir haben den dritten Buchstaben nicht. Brauchen wir den vierten auch nicht holen, gehen einfach weiter, dann sparen wir uns da nämlich ein Risiko. Weil die Bienen sind so getimed, dass wenn man einfach direkt weiter hüpft, dass man es schafft. Ah, oder auch nicht. Gut, dafür haben wir jetzt eine Chance, den Buchstaben wieder zu holen, weil wir im Mittelfass rauskommen. Und zwar hier. Genau der. Ach Mann. Ich muss früher springen. Das muss man auswendig lernen. Zu früh. Jetzt will ich mal in das Bonusfass kommen. Ich will jetzt in dieses Bonusfass. Muss ich richtig früh. Ganz oben. Muss ich da springen. Der Buchstabe ist eingesammelt. Jawohl. Hier. Nee, reicht nicht. Aber wie man sieht, ich habe einfach nur weitergelenkt und konnte perfekt wieder in die Lore rein. Das meine ich, weil wenn man getroffen wird, dann bleibt nämlich... Oh nein, jetzt habe ich das G verpasst. Wenn man getroffen wird, bleibt nämlich die Lore stehen. Das habe ich sicher schon... Habt ihr sicher schon gesehen. Und ja, deswegen kann man dann auch mal locker noch das Leben verlieren, obwohl man eigentlich nur gerade seinen Helfer verloren hat. Also nur den Helfer verloren, ist natürlich auch blöd gesagt. Ah, und da war ich zu gierig. Weil die Bananen hätten, glaube ich, ein Leben gegeben. Die Gier, die Gier. Eine der sieben Todsünden. Sollte man nicht nachfolgen. Ausleben. Wie früh muss man da... Wie muss man da springen? Ich verstehe es nicht. So, jetzt. Zu früh. Ach, jetzt hatte Didi plötzlich Trägheit. Ich wollte gerade irgendwie zurücklenken, konnte es nicht. Ah, okay. Jetzt wird's. Es ist natürlich auch blöd, dass wir so wenig Leben haben. Wir könnten ja Leben... Nee, wir können nicht Leben farmen gehen, weil wir keinen Funky haben in der Welt.
bisher. Wir haben Candy, wir haben Cranky, aber wir haben Funky nicht. Und ohne Funky können wir nicht in Level 1 gehen. Also in Welt 1, Level 1. So, jetzt haben wir es G. Das ist ein Leben. Hopp, hopp. Ich mache auch absichtlich bei den Reifen immer den hohen Sprung. Einfach, um Zeit zu haben, zu reagieren, auf die Gremlins zu lenken. Ich könnte ja auch... Ach Mann, warum will ich mal diese Banane einsammeln? Entweder ich muss früher springen oder gar nicht. Seht ihr das? Ich bin einfach zu gierig nach den Bananen. Ja, bei den Reifen, man hat ja mehr Zeit zu steuern, wenn man weiter oben ist. Und das versuche ich mal auszunutzen, indem ich eigentlich immer hochspringe. Was? Das ist bisher auch noch nicht passiert. Dass ich beim Sprung in die hintere Biene reinfliege. Letzte Leben. Und wir haben nicht genug Bananen, um ein neues Leben zu bekommen. Wir haben den Kong-Buchstaben schon für ein Leben. Wir könnten ins Bonusfass versuchen zu kommen. Was wir aber auch nie schaffen. Weil in dem Bonuslevel gibt es garantiert Leben, weil die Kong-Buchstaben haben wir schon. Und es gibt dann wahrscheinlich nur, also es gibt ja dann eigentlich nur Bananen oder Leben oder beides. Der war knapp und da bin ich nicht gesprungen. So, laden. Und wieder den Level von vorne. Aber immer noch, obwohl wir jetzt das... Wir haben jetzt keine Ahnung wie viele Leben verbraten und haben zweimal laden müssen. Zweimal? Zweimal. Trotzdem habe ich noch Spaß an dem Level. Muss ich weiter sagen. Warum gehe ich hier eigentlich immer oben rum? Wahrscheinlich, weil es der leichtere Weg ist, aber wir halt den Fisch nicht bekommen. Nee, für den Fisch muss ich woanders runterfallen. Das K haben wir wieder nicht. Egal. Ja, hier müsste ich runterfallen für den Fisch, genau. Da muss man wahrscheinlich bei irgendeiner Lore den Sprung nicht schaffen oder absichtlich runterspringen oder so. Warum wurde die da kurz schneller? Ah, jetzt habe ich sogar das N eingesammelt. Obwohl ich es nicht brauche. So, jetzt, das wird ein guter Lauf, das wird ein guter Lauf. Brauche ich nicht. So, zack. Die Bananen. Ah, nicht einsammeln. Nicht einsammeln, die Bananen. Hoch, hoch, hoch. Rüber. Unten bleiben. So, da war ein Bonusfass. Und da geht's rüber. Da kommt eine Ratte. Kommt noch eine Ratte? Nein, das kommt der Exit. Ich hab's gewusst. Das war der letzte Gegner. Funky! Wir können Leben farmen gehen. Das erleichtert mir einiges, finde ich. Weil ich jetzt einfach... Jetzt kann ich einfach mal mit, ja, mit den wenigen Leben weiterspielen. Und wenn wir merken, es passt nicht, dann können wir jederzeit zurückgehen und Leben farmen gehen. Und vor allem können wir speichern. So, bei dem Loan-Level jetzt brauche ich gar nicht gucken, ob wir ein Ausrufezeichen haben. Loan Leichtsinn, ja, konnte nicht sein. Koma-Keller, okay. Ich speichere mal ab. Wie immer. Ja. Nein! Ein Licht aus Level. Ich habe keinen Bock. Da habe ich sowas von keinen Bock gerade drauf. Weil man die Gegner nicht sieht. Und natürlich irgendwo in den Abgründen sind wahrscheinlich Boni versteckt. Okay, das K sieht man auch nicht. Okay. Hat irgendwie funktioniert. Das war knapp. Da ist ein Fisch. Okay, wartet. Wo war da der Große? Wo war da der Große? Ah, da, genau. Da war nämlich so... Es gab nämlich Geheimwege hier durch den Level. Also Wände, durch die man durchschwimmen kann. Hier auch. 3, 2.
Dann wird es oben eine 1 geben und unten dann den großen. Ich will mir jetzt erstmal den großen. Hier. Genau, zack. 100. Ja, da steht's, mal 2. Okay, da ist die Erklärung. Wir haben uns ja mal gefragt, ob das mal 2 gibt oder eine fixe Zahl. Jetzt wissen wir es, es gibt mal 2. Das heißt, man muss es spät einsammeln. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal recht gut dabei. Also ich glaube, so gut hatten wir, waren wir so gut mit dem Fischer mal. Ich meine, den Fisch hatten wir jetzt relativ selten. Aber wir sind bei 400 und... Ja, ich glaube, die 500 schaffen wir nicht mehr. Nicht, wenn ich die ganze Zeit an den Teilen vorbeischwimme. Nee. Ah, hätte sogar noch drin sein können. Hätte ich am Ende richtig gesteuert. Aber wir haben 4 Leben. 4 Leben ist schon mal gut. Und wir fangen den Level von vorne an. Aber mit 4 neuen Leben. Und allen Bananen neu. So, hier war doch irgendwo... Oder ist das von vorne? Ja, das ist von vorne. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwo der erste Gegner. Oh Mann. Aber das Donkey-Fass ist natürlich nicht da. Oh, noch ein Leben. Da war ein Gegner, den habe ich noch ganz kurz gesehen. Da ist die Plattform. Mist. Das hätte vom Timing her reichen können. So, was ich jetzt noch riskieren möchte. Ach cool, Donkey... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, wenn Donkey einen Abgrund runterrollt, also nicht einen Abgrund, einen Abhang, dann rollt er einfach weiter, ohne dass ich den Knopf drücken muss. Gegner? Gegner. Da ist er. Und der zweite kommt auch gerade. So. So, was ich jetzt sehen will, ist, was kommt, wenn man den Fisch einsammelt und nicht im Bonuslevel landet. Man verliert ein Leben. Was? Das finde ich gerade irgendwie doof. Es gibt keinen Weg zu dem Fisch, ohne zu sterben. Es sei denn, man hat zufällig gerade 3. So, hier kann ich jetzt mal runterrollen. Ah, und in den Abgrund fallen. Okay. Es ist eine gute Taktik, die Wand, die Treppe runterzurollen, würde ich behaupten. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass dahinter ein Abgrund kommt. Und da habe ich zu früh umgedreht. Okay, das Level stresst jetzt wiederum kräftig. Weil man sich da merken muss, also wenn es auch nur kurzzeitig ist, aber man muss sich immer merken, wo ist man eigentlich gerade. Da kommen 2 Gegner. 1, 2, 3. Donkey. Also es ist eine interessante Idee. Es ist irgendwie cool umgesetzt auch. Aber es ist irgendwie stressig. Ha, inklusive Buchstaben. Genau, hier ist dann das Mittelspeicherfass. Ich bin die, die... Okay, umgerollt, ohne in den Abgrund zu fallen. Das ist schön. Und jetzt kommen auch noch Seile zum Schwingen. Okay. Ich weiß da auch nie, ob die ihren Schwung verlieren. Kommt Gegner? Ja, es kommt ein Gegner. Natürlich ein dicker. Ich wechsle mal auf Donkey. Okay, eine bewegliche Plattform. Das ist natürlich jetzt auch nochmal was. Nicht drauf, ja. Hopp. Und noch eine bewegliche Plattform. Okay, ich will eher drauf springen. Ist mir der sicherere Weg. Da ist ein Seil. Oh Gott. Okay. Wow. Das ist gerade echt so Abstände abschätzen und im Dunkeln springen. Das war zu früh. Das war zu früh. Okay, damit, auch wenn es da ein bisschen kürzer ist, aber weil der Level einfach so lang ist, ist es ansonsten unnötig. Und ich glaube, danach kommt ein Boss, das wollen wir dann auch im nächsten Part machen. Ich beende jetzt den Part.
Beziehungsweise ich kann ja noch einmal, komm, das machen wir jetzt. Ich nutze jetzt die restliche Zeit, weil ich glaube ich auch ein bisschen am Anfang gebraucht habe, bis nach meinem Countdown-Start die Auflade gestartet hat. Wir gehen in den tiefsten Kongo ins Dschungelfieber und farmen noch schnell ein paar Leben. Das ist immer wieder schön, das zu tun. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Leider ist der Bananenhort immer noch leer, egal wie viele Bananen wir schon eingesammelt haben im Spiel. Das brauchen wir auch gar nicht anschauen. So, zack. Das haben wir. Autsch, ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwo eine Stelle. Ich dachte eigentlich, da war eine Stelle, die zum Aufbrechen war, aber die war noch woanders. Aber hier haben wir unseren lieben Freund schon wieder. Da ist der Geier. Okay, da oben war ich auch noch nie irgendwie. Okay, wir haben den ersten Espresso. Ich glaube, das war Espresso. Mann, ich muss mir die Namen echt mal merken. Ich bin froh, dass ich Rambi weiß und Iguana geht auch noch. Ich glaube, der Vogel war Espresso. Der Frosch, den weiß ich nicht. So, und hier war das andere Bonuslevel. Genau. Was wollen wir denn? Ich glaube, ich nehme mal Rambi mit. Ups, jetzt wurde es der Fisch. Okay, und damit haben wir es vergeigt. Naja, egal. Es war ja jetzt nur ein paar Leben zu holen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Zack und zack und wir sind durch. Und damit beende ich jetzt wirklich den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in dem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Wir fliegen im nächsten Part direkt wieder in den nächsten Level, in den, wo wir müssen. Bis dahin, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.